Guckt ihr alle Fußball-WM vom Fernseher? Ja, die Nationalelf auch. Und es ist ja... Ich werde 2010 leider nicht zu Deutschland halten können, auch nicht zu Holland. Ich bin Pakistan-Fan. Und weil ich denke, man muss auch mal ein bisschen die kleinen Vereine unterstützen. Die haben nicht die Kohle wie die Großen, aber die können kämpfen und Einsatz zeigen. Und deshalb bin ich Pakistan-Fan. Das Einzige, was die Pakistanesen brauchen, ist ein bisschen Glück. Glück? Freund. Glück brauchen wir alle im Leben, aber die Pakistanesen sowieso. Und deshalb will ich denen typisch deutsche Glücksbringer schicken. Und was sind typisch deutsche Glücksbringer? Ha? Dachziegel. Hallo. Ich kenne einen Dachdecker. Der Mann mag mich, der kann das nur nicht so gut zeigen. Bring mal Deutsche mit dem Ding. 11 Freunde heißt das. Benita. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, mach los, ich hab Feierabend. Was, worum geht es? Wir hatten doch schon mal telefoniert. Ja, ich telefoniere jeden Tag mit 20 Leuten. Wann haben wir telefoniert? Ja, schon eine Weile her. Ich rufe an wegen Pakistan. Was? Wegen was? Wegen Pakistan. Alles klar. Mach mal den Wasserkocher da aus. Wegen Hatzismann. Pakistan, die Ortschaft. Pakistan. Ja, so. 2010 ist ja Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, was hab ich denn damit zu tun? Ja, Sie sind doch Dachdecker. Ja, ich bin Dachdecker. Ja, da haben wir doch. Ja, was haben wir? Pakistan hat ja eine Flagge. Oh, weia. Das ist weißes Sternlein und weißer Mond auf grüner Untergrundierung. Ja, und. Und ich will den Pakistanesen Glücksbringer schicken. Ja, weiter. Und ich habe da an handbemalte Dachziegel gedacht. Sag mal, hast du auch so ein Döschen? Da schiebst du so oben rechts und links, da öffnet sich das, da sind Tabletten drin. Hast du sowas? Ja, hören Sie mal. Was? Herr Benecker. Was hat er denn jetzt mit meinem... Ja, dann machst du das auf und dann steht da Montag, Dienstag, guckst du nach, was heute da ist, dann schützt du das in deine Fresse, einen schönen Eimer Liter Wasser hinterher und dann kommt Pakistan von ganz alleine. Da sind wir gerade unterbrochen worden. Straße bringen. Bald ist das andere Ding. Da ist heute Morgen alles auf dem Plan draufgeschrieben. Benita. Wir sind gerade unterbrochen worden. Boah. Und es geht sich noch immer um die Pakastiz hier. Was soll ich jetzt machen? Nein. Wie nein? Ich sag, was soll ich machen? Sagst du nein? Ich bin Pakistan-Fan und ich will meinen Sportfreunden zur WM Glücksbringer schicken. Ja, und ich, Dachdeckermeister, hab damit zu tun, was? Fragezeichen, Punkt. Ja, Sie sollen die Dachziegel stiften. Weiter. Wer soll das bezahlen? Nein, Sie stiften die Dachziegel. Wie stiften? Stiften? Schiffen oder was? Nein, Sie stiften die Dachziegel. Ah, nimm mal den Blumenkohl aus dem Mund. Sie? Sie sollen die Dachziegel bemalen. Weißer Sternlein, weißer Mond als Willkommensgeschenk für die Pakistanesier zur WM. Hör mal, hast du die Augen offen?
Warum? Ja, ist da vielleicht so ein Balken davor, was du sehen kannst? Ja, was hat er denn jetzt... Ja, wovon sprichst du? Was soll ich hier anmalen? Ja, die Dachziegel, das ist ein Willkommensgeschenk für die Pakastrinsia. Weißer Mond, weiße Sternlein auf grüner Untergrundierung. Hab ich doch nichts mit zu tun. Ja, doch. Und ich soll das stiften, ja, wollte sagen, stiften. Nein. Sag doch nicht immer nein, was willst du von mir? Ja, das bin ich. Passen Sie auf. Ja, ich bin da. Nein. Wenn Sie jetzt noch einmal nein sagen. Wir brauchen 5000 Dachziegel, handbemalt, weiche Sternen, weicher Mond auf grüner Untergrundierung als Geschenk für die Pakistinonsia. Ja, das geht. 5000 Dachziegel kosten 12.000 Euro. Wenn ich die umlackiere, kostet 36.000 Euro. Und wenn man das da irgendwo nach Curryland schickt, kostet insgesamt 6.000 Euro. Hast du das auf der Bank oder hast du das nur in deinem Kopf? Nein. Bin ich, ja, dachte ich mir. Sag nochmal nein. Bitte? Sag nochmal nein. Nein. Ja, sag nochmal nein. Nein, ich will... Und jetzt sag ich dir, was ich zu deiner Geschichte sag. Nein. Ja. Herr Beneter, können Sie mir nicht... Wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, Guaranagam, Vitamin C, Top F1 und Kaugummi. Ja, was hat er denn jetzt mit... Ja, da tust du schön heiß Wasser drüber, rührst du das und dann trinkst du das. Ja, aber warum soll ich... Nee, und dann wachst du einen Moment ab und wenn das unten in dem Höschen klingelt, dann bist du im Curryland. Hast du kapiert? Herr Beneter... Herr Beneter, packen Sie mir die Dachziegel denn auch ein? Ich pack die ein mit dem Kaspar Melchior Balthasar. Unverschämt, Freunde. Vielen Dank, Freunde. Oh, vielen Dank. Danke, Freunde, macht es gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen, vielen Dank. Am nächsten Freitag um 22.15 Uhr Mario Barth in Mario sucht das Paradies. Wo lebt man am besten? Und jetzt die Freitagnacht-News mit Dirk Bach.